Leute, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Unranked to Master. Und eine Sache ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch zum Beispiel in Overwatch oder in anderen Spielen die Leiter oder die Elo-Wertung hocharbeiten möchtet. Und zwar eine Sache müsst ihr immer im Hinterkopf behalten. Ihr seid der entscheidende Grund, ob ihr aufsteigt oder verliert. Nicht euer Team. Natürlich verliert ihr manchmal Spiele, aber auf die Masse gesehen, von der Wertung her, wenn ihr immer besser spielt als euer Team oder mindestens genauso gut, dann werdet ihr mehr Spiele gewinnen als verlieren. Mit diesem Hintergrundwissen und der Tatsache, dass ich eigentlich ja momentan relativ für meine Verhältnisse, sage ich selbst über mich aus, gut spiele, sieht es momentan ziemlich mau aus. 2103. Wir können uns das Ganze mal angucken. Aktuell 126 Spiele gespielt, 60 gewonnen, 62 verloren. Das ist ziemlich schlecht. Aber warum bin ich denn so hart abgestürzt? Ich habe aus Versehen einmal ein Game gelieft, das wollte ich gar nicht. Und dadurch habe ich 50 Punkte abgezogen gekriegt oder sogar 100 Punkte. Ich weiß das gar nicht. Also auf jeden Fall ordentlich viel. Und ich habe mich gestern Nacht ein wenig runtergespielt. Wir werden heute mal ein bisschen was überprüfen, ob ich, wenn ich gut performe, die Spiele zu Recht gewinne oder zu Unrecht verliere. Das ist auf jeden Fall eure Entscheidung, ja. Ich werde, vielleicht ist Unranked to Master die falsche Herangehensweise, vielleicht sollten wir es einfach nennen, Corona spielt Overwatch, aber ich werde heute auch mal ein paar andere Spiele spielen oder ein paar andere Helden und nicht nur Mercy. Aktuell bringe ich mir nebenbei noch ein bisschen Winston und Soldier bei. Ihr könnt dieses Mal bewerten, ja, hat der Corona das überhaupt verdient oder spielt er halt wirklich einfach scheiße? Aber wir schauen mal. Wir spielen auf Hollywood und ich probiere jetzt einfach mal Soldier. Wobei, ich glaube, Winston ist in dem Fall tatsächlich besser. Wir probieren einfach mal Winston. Ja? Schauen wir mal, kann ich viel falsch machen. Als Winston ist es unsere Aufgabe, reinzuspringen, die Backline so ein bisschen zu zerhauen, also Mercy, Heiler allgemein und so weiter und so fort. Schauen wir mal, ob uns das gelingt und dass wir nicht direkt draufgehen. Das ist ja ein bisschen die Kunst dabei. Ja? Aber gucken wir mal. Ja, okay, ich bin auch direkt tot. Ich glaube, ich habe auch gar keinen hier gekriegt. Aber wir haben auch Anna nur als einzige Heilerin. Wir haben auch irgendwie 4 DPS, ein Heiler, ein Tank. Also, das sind die Grundvoraussetzungen, die wir aktuell oder mit denen ich mich aktuell rumschlagen muss. Und zwar nicht nur heute, sondern im Prinzip immer. Ich komme wieder und bin halt direkt so tot. Ja, ich habe nicht mal viel gemacht. Oh Gott, was war. Ach, da war auch noch der Hanzo dabei. Bin gespannt, wie mein Team das noch irgendwie reißen möchte. Wir haben es jetzt 17.53 Uhr, ja. Goldkrieger zum Beispiel meinte, oh, spiel doch einfach nachts. Ampex zum Beispiel meinte, er verliert nachts nur. Wir haben ja auch gestern tatsächlich wirklich nur nachts die ganze Zeit verloren. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wann spielt ihr denn am liebsten Overwatch? Die Teamkomposition ist natürlich jetzt auch wieder gut. Wir haben Soldier, Tracer, Anna, Sombra, Widowmaker und, wie heißt sie hier? Ich vergesse den Namen immer wieder. Na, ihr wisst schon, ne? Die alte Dame mit ihren Türmen. Okay, das Spiel ist eh schon verloren, Leute. So laufen die Spiele. Okay, Leute, Wusa. Wir schauen mal, was mein Team pickt. Dann adaptiere ich ein wenig. Und dann, vielleicht können wir diese Runde ja gewinnen. Beziehungsweise das Angriff auf Dorado. Da starte ich immer eigentlich Widowmaker. Mal gucken. Gut, dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwie ein bisschen was holen können. Mal gucken. Der erste Schuss hat gesessen, aber... Ah, fuck. Jetzt müssen wir nur noch die Kills machen. So, da ist der erste Hanzo tot. Gut, dann switchen wir jetzt auf jeden Fall auf Winston. Oder auch nicht. Oh, einmal kurz wegspringen. Bisschen pushen. Und gleich können wir wieder rein. Ich würde es nur erstmal... Oh, shit. Na, Genji down. Okay, sehr gut. Und jetzt muss ich wieder geheilt werden. Okay, Mercy ist hinter mir. Oh oh. Na, wo ist Mai? Komm her. Komm her, dich haben wir. Und? Genji. Haben wir auch. Sehr gut. Okay, das ist schon mal jetzt nicht so verkehrt, glaube ich. Die haben wir auch kurz geholt. Oh. Aber, perfekt. Ah, shit. Da hätte ich Ulti ziehen müssen.
Da hätte ich Ulti ziehen müssen, dann wäre es perfekt gewesen. Ich bin schon froh, dass wir überhaupt immerhin jetzt mal vorwärts kommen. Die Frage ist jetzt, gehen wir da noch rein? Nein. Ich warte auf mein Team. Genji müssen wir holen. Haben wir? Okay, solider Beat. Bisschen abschirmen jetzt. Und jetzt müssten wir eigentlich fertig schieben, oder? Kommt da noch irgendwas? Nee, kommt nicht. Nein, es geht ja besser. Woo! Wunderbar! Ich bin gespannt, Leute. Die Frage ist, wie stark war jetzt mein Impact daran? Wie groß war mein Verdienst? Mit Widowmaker eher nicht so. Ja, mit Winston ein bisschen mehr, würde ich jetzt einfach mal sagen. Vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt. So, mein Team hat sich dazu entschieden, hier unten zu deffen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das was wird. Okay, den ersten haben wir. Jetzt holen wir uns. Ja, haben wir das behind. Oder auch nicht. Wir müssen erstmal hier unser Team vor dem Genji beschützen. So, den haben wir nämlich auch geholt. So, und den kann ich jetzt tatsächlich nicht ohne weiteres. Ah, verdammt. Okay, doch, dass ich den geholt habe. Krass. Okay, ich brauche aber ein bisschen Healing. Tatsächlich. Oh. Einfach mal kurz zum Dings runterspringen hier. Ah, verdammt. Okay, da war der Hanzo. Ich war tatsächlich einfach... Ich wurde einfach nicht geheilt. Das ist natürlich ärgerlich. Da hätte die Mercy ein bisschen schneller reagieren müssen. Aber sonst bin ich bis jetzt eigentlich ganz zufrieden. Verdammt. Ich wollte gerade Ulti drücken. Hat nicht geklappt. Aber unser Reaper holt nochmal, glaube ich, zwei Leute mit dem Ult. Das ist auch nicht schlecht. Ich verstehe immer, ich kriege das also immer nicht hin. Ich muss dann, glaube ich, mehr auf den Boden gucken, wenn ich mit Winston springe. Und nicht noch irgendwie nach oben oder so. Na, schade. Da habe ich jetzt mit meinem Ulti den Reaper weggehauen. Aber er hat, glaube ich, nur mich getötet. Von daher war das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Nee. Dings hat er auch nicht mehr gekriegt. Warum auch immer er die Mercy nicht getroffen hat. Aber das war es, glaube ich, soweit wert. Ich bin zwar schon wieder tot, aber die Anfahrtswege, wollte ich gerade sagen. Die Wege sind ja nicht mehr so lang. Okay, nice. Jetzt nur noch halten und gewinnen. Sehr schön. Und jetzt haben wir mal gewonnen. Jetzt ist aber in eurer Entscheidung, Leute. Ja, was verdient? Habe ich dieses Spiel aktiv oder habe ich dazu beigetragen, dass wir dieses Spiel gewinnen? Oder eher nicht? Ja? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir schauen uns natürlich nochmal an, wie das Rating aussieht. 2108, es ist absolut traurig, Freunde. Es ist absolut traurig. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja? Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.